Ich muss dazu sagen, das, was wir hier spielen, ist die Version 1.1.5, also die allererste Version von Volcano Block. Ich habe die neueren Versionen versucht zu starten. Das Problem war, ich habe immer einen Fehler, Exit Code 1 bekommen, sobald das Spiel gestartet ist. Das heißt, aus irgendeinem Grund kann das nicht gestartet werden. Ich weiß nicht warum. Aber wir verspielen jetzt die allererste Version. Also, falls ihr das nachspielen wollt, das Ganze gibt es aus CurseForge zum Download. Einfach Volcano Block suchen, installieren auf CurseForge und dann ist gut. Also, die allererste Version. Die anderen Versionen funktionieren zumindest bei mir aus Gründen nicht. Ich habe es mehrfach neu installiert. Funktioniert nicht. I don't know why. Aber die Version funktioniert. Das ist wichtig. Soll nichts anderes heißen, wie es kann zu Fehlern kommen. Falls ja, einfach mal das Ding neu starten. Sollte funktionieren. Wenn nicht, bitte Bescheid geben. Aber ich gehe davon aus, dass es funktioniert hat. Weil das Spiel wurde mehrfach gedownloadet. Und wir sind hier. Mitten im Vulkan. Das sieht eher aus wie der Nether. Aber ja, es ist halt ein Vulkan. No, wir sind umgeben von Lava. Wir haben nichts als hier so ein bisschen Grünfläche, ein bisschen Stein, um uns safe, ja, nicht den Hintern zu verbrennen. Es gibt ein paar Modpacks, die immer so im Nether und mit Lava und so weiter starten. Aber ich finde es wirklich, wirklich, wirklich interessant. Ist einfach mal was anderes, eine andere Herangehensweise. Musst ein bisschen querdenken. Und das liebe ich. Und wir gucken mal, was das Modpack für uns bereithält. Wir haben hier einen schönen, wir haben fünf Chapter und dann automatischen Challenges. Also verschiedene Sachen hier. Chapter 1 klar reinkommen. Chapter 2. Da gibt es dann noch so ein paar andere Sachen. Schaut auf jeden Fall interessant aus. Wir sollen einen Stray Golem spawnen lassen. Okay, nice. Das ist auf jeden Fall sehr techniklastig. Melter, Mixed Centrifuge, das sieht aus wie. Was ist das? Craft Weaker, okay, nice. Craft Weaker zum Beispiel sagt mir gar nichts. Das ist wieder Botania. Botania ist auch wieder am Start. Muss ich sagen, Botania ist was Nices. Ich finde es aber teilweise schon ein bisschen anstrengend. Aber es gibt auf jeden Fall interessante Saplings. Cherrywood. Nice. Das heißt, wir können es uns hier ein bisschen schön machen. Das ist nice. Und natürlich Nether Star. Wie soll es anders sein? Nether Star ist immer so ein Ding. Vor allem hier, wenn wir hier gegen Wither kämpfen müssen. Oh, das könnte richtig interessant werden. Und da haben wir noch ein paar Sachen, die wir automatisch herstellen können. 20.000 Living Rock. Und dann kriegen wir halt noch einen kleinen Zusatzding. Es ist ein relativ kleines Modpack. Das kriegen wir auf jeden Fall, sage ich mal, relativ zügig durch. So, ich würde sagen, wir starten mal und gucken, was wir mit uns anstellen sollen. So, it begins. I'm stuck here with nothing but this book and this knife. Desperate times call the desperate measures, I guess. No, what's the organ called that you don't need again? Was it the appendix or maybe the pancreas? Okay, wir brauchen irgendein Organ nicht. Das heißt, wir haben hier ein Messer. Und sollen uns irgendwie wehtun. Okay. So, Rechtsklick im Stehen passt nicht. Crouchen. Aua. Ich habe mir mal ein Stück Fleisch rausgeschnitten. Not eaten yet. What does it taste like? Okay, es bringt auf jeden Fall ein bisschen Hunger zurück. Nicht schlecht. Also, falls wir gar nichts zu futtern kriegen. Ja, dann können wir uns selber beschneiden. Ich wollte schon immer mal ein Stück von mir essen. Und das Schöne ist, wir kriegen immer einen Knockback. Und klingen irgendwie wie ein Ghast. So. Okay. Und jetzt 50%. So, Bone Meal. Player Flash können wir zu Bone Meal machen. Okay, nice. So, und dann sollen wir wahrscheinlich das Gras Bone Mealen, ne? Genau, Wooden Hoe, Breaking Grass, Plants, Not Blocks, with Occasional Drop Sticks. Okay. Und dann kriegen wir eine Wooden Hoe, indem wir drei Sticks zusammen craften. Okay. Gucken wir mal. Jo, wir haben da was bekommen. So, drei Sticks. Eine Hoe haben wir. So.
Dann kriegen wir hier noch was. Wir kriegen was zu essen. Nice. CD Grow. Hold down Shift Crouch to accelerate the growth of crops. Okay, also nur shiften. Nicht worken. Schade. So, jetzt brauchen wir Normie Seeds. Davon haben wir schon 3. Und dann brauchen wir Artesia Seeds. Und Artesia kriegen wir mit 4 Normie Seeds. Und dann kriegen wir wieder was. Dann kriegen wir so ein Buch. Guide to Unicorps. Crops. Nicht Corps. Corps oder was anderes. Dann geht's hier weiter. Crafting Station. Crafting. Okay, nice. Dann würde ich sagen, machen wir uns nochmal so ein paar Seeds. Warum geht das mit dem Excavate nicht richtig? Oder irgendwie, entweder geht die Maus nicht mehr richtig. Was natürlich möglich wäre, da die Maus auch schon ein bisschen in die Tage gekommen ist. Aber normalerweise hat es bei anderen Modpacks immer geklappt. Aber das kriegen wir raus. Jetzt ist die Frage, gilt Lava hier als Wasser oder nicht? Aber wir hätten auf jeden Fall schon mal die Normie Seeds. Und dann machen wir die Artesia Seeds auch noch. So. Dann nehmen wir wieder Baumehl und dieses Buch. Dieses Buch ist auf jeden Fall interessant, mal reinzuschauen. Guide to Unicrops. Bei mir. Ich hab ein Buch geschrieben. Wusste ich gar nicht. Hello, welcome to Unicrops. Here in this book you will find information of the various different crops and how to grow them. A general rule. Remember here is that no crops will be grown the same way, so be sure to read up to them. Luck favor to prepare, or so they say. Additionally, what you they drop may have various amounts of usefulness. It is completely up to you to find out what's going on. What's good or not. Okay, wir haben die Normie Seeds. Die Normie Seeds. They can be grown like other vanilla crops. Aside from beginning of the ingredient news craft this book, there are nothing special about them. Randomly drops vanilla crops when they harvested. Can only true, click to harvest. Nice. Wir können sie abernten, ohne sie zu beschädigen. Das ist gut. Und dann haben wir die Artesia Seeds. Und die Artesia Seeds, this plant pretty crafty. The next step, get this artist craft. They together, you need 9 of them in a 3-of-3 square. Oh, ist das unser Crafting Table? Okay, also erst Rahmen und dann in der Mitte. Okay. Can bomb me true, can click to harvest false. Okay, okay, okay. Gut. Jetzt brauchen wir aber erstmal noch ein paar Normie Seeds, würde ich sagen. Und wir müssen mal diese Acacia. Artesia, nicht Acacia. Artesia Seed. Und wenn wir jetzt Shift klicken, also nur Shift, da wäre jetzt Toggle vielleicht nicht verkehrt, dann sollte sie irgendwie in der im Wachstum beschleunigt werden. Merke ich, ah, doch. Und wir haben hier irgendeinen Dampf um uns rum. Nehmen wir den noch so. Hi. Ja, also ich pupse nicht. Ich pupse nicht. Aber wenn ich Shift klicke, dann habe ich irgendwie so weißen Rauch aus mir steigen. Ich pupse mal die Blume an. Oh, das hat geholfen. Aber die Wachstumsbeschleunigung hat keine Auswirkung auf das Gras oder auf diese Blumen. Okay, das ist auf jeden Fall auch schon mal interessant zu sehen. Aber ansonsten müsste nämlich... Oh. Sorry. Aber... Ich sollte eh ein Crafting Table kriegen. Ach so, wenn ich die runterschlage, kriege ich den Crafting Table. Okay, gut. Und wenn ich den Crafting Table hier reinschmeiße, kriege ich die Crafting Station. Crafting Station ist eher was aus Tinker. Ist aber nice, weil wenn wir jetzt hier eine Chest dran bauen, dann können wir quasi so ME-Systemmäßig auf die Chest zugreifen und Sachen craften, weil diese Crafting Station sich dann mit dem Ding verbindet. Okay, Lava ist kein Wasser. Ne, okay, es hat auch keinen direkten Bezug. Aber wir machen mal die Normie Seeds rein, würde ich sagen. Während wir hier crouchen, geht nicht. Wir können nicht gecrouched bleiben. Kriegen wir wieder Bone Meal. Und dann brauchen wir hier verschiedene Sachen. Wir brauchen einmal Baked Potato. Toss the Potatoes in the Lava for a Quick Swim. Und Dry Basin. Wir brauchen einen Dry Basin mit 7 Sticks. Okay. Hauen wir uns mal kurz in die Schnellwahl. Dann haben wir hier ein Oak Bucket. Auch 3 Sticks. Und wir brauchen Hayball. Das heißt, wir brauchen Wheat. Und da müssen wir gucken. Plant Drops. Ja, genau. Wir brauchen Wheat Seeds.
Und die kriegen wir hoffentlich von den Normy Seeds. Das heißt, wir brauchen wieder Sticks. Wie viel haben wir denn schon? Wir haben 8. Naja, das ist immer good to go. Wir brauchen insgesamt 10. So, wir haben 10 Stück. Also machen wir mal hier den Bucket. Und den Dry Bazaar. Gut. Den stellen wir jetzt mal hier dran. Und da müssen wir jetzt auf jeden Fall Heu reinschmeißen. Kann man nicht rechtsklicken? Doch, der ist fully grown. Auch rechtsklick geht, wenn sie fully grown sind. Okay. Weed haben wir auch bekommen. Haben wir Weed Seeds zufällig? Nein. Okay. Wir können auch Melone brennen. Die ist jetzt außersehen in die Lava gefallen. Aber gut zu wissen. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das in die Lava schmeißen, ohne dass wir es verlieren. Hahaha. Das könnte interessant werden. Ah. Mittleres Mausrad ist auf jeden Fall aktiv. Das ist gut. Das gefällt mir. Und so schnell kann man kochen. Das ist doch schön. So. 4 gebackene Kartoffeln. Sehr schön. Gibt es wieder ein bisschen Bonemehl. Das heißt, wir müssen wieder irgendwas Bonemehl. Jetzt brauchen wir bloß noch das Heu. So. Da kommt der Heuball. Und den können wir hier jetzt reinlegen, weil unser Basseur an dem Crafting Station steht. Das heißt, wir haben Zugriff auf sein Inventar. Und das machen wir jetzt hier rein. Moment. Ich muss das nochmal hier reinmachen. Weil sonst hat er die Quest nicht erkannt. Putting a hay block in the dry basin will yield water. Ja, das dachte ich mir. Ist meistens so, dass nur irgendwelche pflanzlichen Sachen, in dem Fall ist es Heu, weil wir haben keine Leaves. Im Normalfall haut man Leaves oder irgendwas rein. Und, oh, da gibt es sogar noch einen Stick oben drauf. Und dann haben wir ein Oak Bucket. Wir haben Wasser. Das ist doch schön. So, Plant Crafting. Wir brauchen 9 Artesia Seeds. Um unsere Crafting. Growing Normie Crops would be a thing to do. Yes. Und dann brauchen wir Cobalonia Seed. Refer to create unique crops guidebook and entry on Artesia plants if you are having trouble creating the seed. Die Artesia Pflanze. Okay, das heißt, wir müssen 9 Stück von denen haben und dann müssen wir damit craften. So, 9 Stück. 9 Stück. Ah, wir brauchen noch Grass Block davor. Den habe ich nicht gemacht. Haben wir genug Weed bekommen? Nein, wir haben keinen Weed bekommen. Und Grass Block macht man mit Weed und wir brauchen 5 Stück. Das heißt, wir brauchen 20 Weed. Okay. Gut, wir craften schon mal die Artesia, würde ich sagen. Und da hat er gesagt, erst den Rahmen. Und die in der Mitte soll am Schluss. Also setzen wir die erst, wenn ausgewachsen. Und die Weed Seeds, würde mich interessieren. Kriegen wir aus Weed raus. Nice, das heißt, wir können das opfern. Wir können das anpflanzen. Und dann können wir Weed anpflanzen. Und die sind nämlich immer so, dass sie fürs Harvesten immer was geben. Das heißt, wir kriegen hier auf jeden Fall schneller was raus. Ich bin am Überlegen, Wasser auszuschütten. Dann müssen wir theoretisch Obsidian bekommen. Aber Obsidian können wir halt nicht abbauen. Das ist halt das andere. Deswegen, I don't know. Gehen wir ein bisschen in Crouch-Haltung, aber das bringt mir nichts, weil ich muss erstmal in den Questbook nachschlagen. So. Okay. Das Problem ist, ich brauche jetzt nochmal 9 von diesen Seeds. Aber die kann ich nicht harvesten. Aber wir kriegen auf jeden Fall noch ein bisschen was raus. Das heißt, ich mache mir jetzt nochmal ein paar Artesia Seeds. Weil wenn ich die dann irgendwann mal abschlag, dann kriege ich halt nichts raus. Das stand so in dem Buch. Das ist schlecht. Ich war ein bisschen zu voreilig. Er hat es nicht anerkannt.
Und wir brauchen 9, das heißt 9 mal 4, 36. Das ist okay. Das geht. Dann können wir nebenbei noch ein bisschen Weed machen und dann machen wir mal hier ein bisschen die Fläche nebenbei größer. Das klingt nach einem Plan, würde ich sagen. Komposter ist anscheinend ausgeschalten. Das ist smart. Muss man sagen, das ist smart gedacht. Cabalonia Seed können wir doch eigentlich schon mal machen. Haben wir den schon mal. So, das heißt 5 Grasblock und 4 Normie Seeds. Gut, machen wir mal. Dann schauen wir, dass wir den Rest wieder aktivieren und dann 4, 5, 1, 2. Ah, das ist cool. 3 und 4. So. Dann haben wir diesen und den halten wir jetzt mal in der Hand, bis wir den Rest haben. Ah ne, ich habe die Artesia Seeds, habe ich doch. Ach, der hat mir die Seeds gegeben, ne? Dann macht es angenehmer. Dann haben wir das alles. So. Kombolonia will emit cobblestone once it is fully grown. It has lava on the side and water on the other side of dirt patch. Okay. Wir können uns einen Cobblestone schon machen. Dafür machen wir uns jetzt aber erstmal, wie gesagt, die Fläche ein bisschen größer. Dafür machen wir uns jetzt mal ein bisschen mehr von den Weed Seeds. Und dann machen wir uns hier eine schöne große Fläche, mit der wir hoffentlich ein bisschen Platz gewinnen. Kurzer Recap. Wir haben. Schöner Rücken kann auch anzeigen. Wir haben jetzt einfach mal die Felder vergrößert, ein bisschen das Ganze hier sehr abstrakt ausgebaut. Deswegen würde ich sagen, wir machen noch ein bisschen Cobblestone und machen hier noch ein bisschen größer. Auch so ein bisschen, dass man ein bisschen Arbeitsfläche haben will. Ja, und die Felder so groß, die Arbeitsfläche so klein, das passt nicht. Das widerspricht sich. Oh, deswegen werde ich mal schauen und dann machen wir uns nebenbei diese Heavy Shears. Das heißt, wir müssen Sachen zu Kohle verwandeln, müssen diese Kohle dann nutzen, um den Stein umzucraften. Oh, noch ein kleines Unterfangen, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Okay, das sollte zu Kohle werden. Funktioniert. Sehr schön. So haben wir Kohle hergestellt. Mega. Okay, also lass mal gucken. Wir sind hier. Wir brauchen das. Okay, ja. Gut, anpacken. Wir brauchen Heavy Ingots und die Heavy Ingots machen wir über dieses Heavy Mix Slump. Okay, und für das Ding brauchen wir 3 und ein Heavy Block sind 9, sind es 12. Und wenn wir die Schere haben wollen, brauchen wir 14. 14. Moment, gucken. Ja, nice. Machen aus einem Ding, machen wir 6 Charcoal Chunk. Da heben wir uns mal was von der Bank ab. Weil Charcoal Chunk ist der Vorteil, wir können gezielt arbeiten, weil ein Charcoal Chunk ist ein Objekt. In dem Fall wären es jetzt 2 Steine, die jetzt bearbeitet werden. Das heißt, wir können jetzt gezielt arbeiten. Das ist nicht schlecht. Wir machen hier 32 rein und hier 32 rein. Das heißt, wir können sparen. Das ist nicht verkehrt. Gut, dann haben wir das. Dann brauchen wir noch Dirt. Wenn ich das richtig gesehen habe. Für dieses. Yep. Stone, Dirt. Okay, Dirt ist ja für uns kein Problem. So, okay. Wir haben das da. Und wir haben 23 Dirt. Das reicht uns doch. So, das können wir da reinmachen. Dann brauchen wir Charcoal. Brauchen wir 14, haben wir gesagt. Ne? Passt. Und Stein. Stein. So. Okay, das ist shapeless. Das ist shapeless. Das ist praktisch. Dann machen wir Heavy Lamp. Und die können wir jetzt hier bearbeiten, indem wir nur das.
Wir können gezielt arbeiten, weil das Ding nur für eins brennt. Ne? Das ist schön. Das heißt, wir können jetzt diesen komischen Ding machen und während das alles hier brennt und so weiter, würde ich sagen, machen wir uns noch ein bisschen Fläche. Fängt auch noch Plan, ne? Ich würde sagen, das ist doch eine schöne Fläche, mit der man arbeiten kann. Wenn wir das noch ein bisschen rumziehen und ein bisschen größer machen, dann haben wir hier eine schöne kleine Base. Ne? Sieht doch ganz süß aus. Zack. Und jetzt können wir umziehen. Ich mag die Carry-On-Mount. Das ist eine super nice Sache. Nur schade, dass es da nicht geht. Wie schaut es eigentlich aus mit unserem Heavy Lamp? Ist das durch? Jo, 14 Stück. So, dann machen wir einen Block. Dann machen wir uns eine Schier. Das sollten wir auch machen. Und wir brauchen dann auf jeden Fall noch die Möglichkeit, irgendwo Gras anzusetzen, dass wir an Sticks rankommen. Aber das ist kein Problem. Das machen wir. Das ist kein Problem. So, jetzt brauchen wir noch mal kurz diesen Crushing Block. Das heißt Stone und Cobblestone. Cobblestone habe ich. Stone habe ich auch. Zack, zack, zack. Okay. Dann kann der raus. Dann haben wir das erledigt. Wir kriegen einen Book of the Well und ein bisschen Bone Meal. Schon wieder ein Buch. Okay. Stellen wir den mal dahin. Und dann gucken wir mal rein. Stone Dust. Toss your item on the ground and place the crushing block in the world above them. It will fall like sand and crush what below. Okay. Gut. Ja. Das klingt doch interessant. Dann, was müssen wir tun? Wir brauchen einmal den Pixelius-Shot. Wir müssen einmal hier runterlaufen. Richtung Angel. Und müssen dann wieder zurück. Wir müssen aber auch gleichzeitig jetzt in die Richtung gehen. Müssen aber auch wieder zurück und müssen den Weg nehmen. Also drei Wege führen nach oben.